Liebe Diskussionsteilnehmerinnen und Diskussionsteilnehmer, liebe OrganisatorInnen, es tut mir wahnsinnig leid, dass ich heute Abend bei der Debatte in Persona, aber dann auch zugeschaltet nicht dabei sein kann. Wir haben eine Plenarwoche und da ist die Taktung der Termine einfach wahnsinnig eng. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass es gerade Debatten zu der Situation der Flüchtlingspolitik und gerade der Situation in Moria und auf den griechischen Inseln der Flüchtlingscamps da gibt. Mein Name ist Terry Reinke, ich bin Europaabgeordnete aus Gelsenkirchen von den Grünen und ich habe in der letzten Woche über meinen Kollegen Erik Marquardt, der in den letzten Wochen und mittlerweile schon Monaten sehr intensiv zu der Situation in Moria gearbeitet hat, von dem Brand und dann von den Bränden in dem Flüchtlingslager erfahren. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Situation natürlich auch schon vorher dramatisch war. Das Lager war völlig überfüllt. Sehr viele Menschen unter wirklich dramatischen sanitären und humanitären Bedingungen eingepfercht in diesem Lager. Und eigentlich ist es schon seit Monaten eine unmögliche Situation, dass keine Lösung gefunden werden kann, dass die Menschen, die da in Moria gestrandet waren und sind, nicht auf Mitgliedstaaten der Europäischen Union verteilt werden können. Jetzt stehen wir vor der Situation, dass wir akut evakuieren müssen. Ich glaube nicht, dass es die Lösung bringt, ein neues Lager zu errichten in der Situation, weil wir dann in wenigen Wochen, Monaten wieder in exakt der gleichen Situation sind wie jetzt gerade. Ich bin der Meinung, dass wir, dass wir den Verteilungsmechanismus in der Europäischen Union durchsetzen müssen, dass wir sagen müssen, Mitgliedstaaten müssen Flüchtlinge aufnehmen. Wenn das jetzt gerade noch nicht mit allen Mitgliedstaaten möglich ist, dann braucht es erstmal eine Koalition der Willigen. Und da glaube ich auch, dass eben entsprechend Druck auf Griechenland ausgeübt werden muss, dass man da zu einer Lösung kommt. Ich bin der Meinung, dass das grundsätzlich möglich ist und dass man da auch nicht immer wieder diese Ausrede gelten lassen kann. Wir brauchen erst eine gesamteuropäische Lösung, bevor da irgendwas gemacht werden kann, sondern dass jetzt ganz akut Hilfe her muss. In welcher Form dann auch immer, die Menschen, die jetzt gerade wirklich obdachlos sind, die kein fließendes, sauberes Wasser haben, wahnsinnig viele Kinder, dass die da weggeholt werden müssen und eben in unterschiedlichen Mitgliedstaaten untergebracht werden können. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir langfristig eine europäische Lösung brauchen, dass wir mit dem Migrations- und Asylpaket, was jetzt nächste Woche vorgeschlagen werden soll von der Europäischen Kommission, uns hier im Europäischen Parlament neuen Schwung erhoffen. Ich kann nur sagen, in den letzten Jahren, ich bin seit 2014 Europaabgeordnete, das Europäische Parlament war da nie die Institution, die blockiert hat, sondern die Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Wir stehen schon seit vielen Jahren bereit, zum Beispiel das Dublin-System, das ja vorsieht, dass AsylbewerberInnen nur in dem Land, in dem sie das erste Mal EU-Boden betreten, Asyl beantragen können, dass das nicht funktioniert und dass wir das deshalb reformieren wollen. Wir stehen dafür als Europäisches Parlament bereit. Ich hoffe, dass das jetzt mit dem Vorschlag der Kommission auch bei den Mitgliedstaaten ankommt und dass es da eine größere Bewegung gibt. Jetzt im Moment ist es sehr, sehr wichtig, da Druck auf die deutsche Ratspräsidentschaft auszuüben, weil ich die Sorge habe, wir sind jetzt schon Mitte September, dass sie das immer weiter nach hinten schieben und dass wir dann bis Ende des Jahres immer noch keine wirklich substanziellen Fortschritte haben. Und da geht es eben auch nicht nur um die Frage der Erstunterbringung und der Verteilungsmöglichkeiten zwischen den Mitgliedstaaten. Da geht es auch um so eine Frage wie zum Beispiel legale Fluchtwege zu schaffen. Da geht es um die wirklich immer noch zentrale Frage der Seenotrettung. Ich weiß, dass eine große Initiative, unter anderem auch mit der evangelischen Kirche, jetzt nochmal ein neues Schiff, die Sea-Watch 4, auf den Weg geschickt hat. So sehr ich dieses Engagement respektiere und bewundere, kann ich nur sagen, ich finde, es ist eine Schande, dass wir es nicht hinbekommen, eine staatliche Seenotrettungsmission von europäischer Seite, getragen von den Mitgliedstaaten und der EU, ins Mittelmeer zu schicken. Das Mittelmeer ist die tödlichste Grenze derzeit auf der Welt. Deshalb glaube ich, dass es so wichtig ist, den Druck aufrechtzuerhalten. Und ich kann euch und sie nur bitten, ich bin jetzt seit ein paar Jahren hier Mitglied im Europäischen Parlament, wenn es die entsprechenden Debatten gibt, wenn es Demonstrationen gibt, wenn Menschen Petitionen unterschreiben, dann ist die Möglichkeit, wirklich was voranzutreiben, für uns hier in Parlamenten, aber auch in Regierungen sehr viel größer. Deswegen ist es wahnsinnig wichtig, jetzt gerade Druck zu machen. In erster Linie natürlich, damit Moria evakuiert wird, aber dann weitergehend, damit wir endlich Fortschritte in der gemeinsamen europäischen Asyl- und Migrationspolitik machen können.